Da-da-da! Ja, hier haben wir wieder ein schönes Fahrwerk, ja. Direkt vor unserer Nase gehabt. Ich bin hier, also hey ho erstmal, ne, immer schön der Reihe nach. Herzlich willkommen zu dieser neuen Let's Play, bla bla bla, hier und überhaupt. Ich bin in der Silbermine und warum bin ich denn jetzt in der Silbermine? Vorhin war ich noch, also in der letzten Folge war ich ja noch in der Amy Winehouse Höhle. Ja, ist einfach so, ich hatte eine Drehpause. Und an allen möglichen Ecken und Enden mal irgendwas fertigzustellen und irgendwas zu reparieren und irgendwas anzufangen und so, ne? Und vor allem auch um Ressourcen zu sammeln. Und deswegen bin ich in diverse Höhlen mal vorgestoßen. Zum Beispiel wieder in der Silbermine. Hier habe ich diese irgendeinen Nebenschacht entdeckt, in dem gerade noch ein Creeper war. Jetzt werde ich hier mal eine Fackel reinstellen. Und ich dachte, ich lasse euch das mal jetzt hier. Ich suche vor allem gerade mal auch um Silber, weil ich brauche dringend eine Silberhacke. Hab wieder mal keine dabei. Weil ich bin jetzt wirklich etwas, ja, vorschnell aufgebrochen. Irgendwie war ich halb unterwegs und gar nicht richtig auf Höhlenexpedition vorbereitet. Und da bin ich dann in der Nähe der Silbermine gewesen und habe gedacht, ach, guckst du da mal wieder vorbei, ne? Und ja, gesagt, getan. Ah, Entschuldigung, muss mich gerade immer noch so ein bisschen räuspern, hatte gerade ein bisschen schleimigen Hals, ja. Ich habe gerade hier erst so Slime-Frikadellen gegessen, ne? Haben wir ja wunderschöne Slimes gefunden in unserer Slime-Höhle. Ah, das müssen wir auch mal machen, mal ein paar Schilder abnehmen von unserer Projektwand, ne? Weil doch diverse Projekte inzwischen mehr oder weniger beendet worden sind. Aber ein bisschen reingehauen in den letzten Folgen. Und ihr wollt Fackeln haben? Okay. Echte Minecrafter, ja. Die spielen im Dunkeln. Und nur mit Steinwerkzeug. Das müsste euch klar sein. Alles andere ist für Luschen. Ne? O-Ton, Notch. Ne? Also nicht auf mich schimpfen. Es gibt in Beta 1.8 einen Helligkeitsregler. Ja, vielleicht kann ich mich dazu erbarmen, ein wenig das Spiel aufzuhellen beim Filmen. Für die Leute, die immer so viel Angst haben unter euch, ne? Im Dunkeln. Ja, und Notch empfiehlt natürlich die dunkelste Einstellung. Weil nur das wäre richtig für die echten Minecrafter. Alles, mal mit einem Augenzwinker zu nehmen. Also jetzt nicht gleich losschimpfen und meine Kommentare voll spammen mit Hass und noch mehr Hass. Ja. Kohle wollte ich gar nicht so viel haben. Das brauche ich jetzt auch alles irgendwie gar nicht so machen. Kohle habe ich doch so. Ich weiß, bin ich eigentlich schon, ist eigentlich auch, ne, und überhaupt. Hier ist doch ganz gut, wenn man schon weiß, wo man Kohle findet. Das ist ja schon eigentlich völlig ausreichend für uns. Ach, das war auch alles hier in diesem Schacht. Na, okay. Schade eigentlich, aber das war auch nur so ein Seitengang. Ich renne jetzt sowieso zurück, weil ich keine Lust mehr habe, Kohle zu kloppen. Hab sowieso schon so einen schleimigen Hals und dann auch noch der Kohlenstaub da rein. Hier rülpst auch noch was. Aber ich glaube, ich weiß, das kommt von da unten, glaube ich. Gucken wir gleich mal. Zeige ich euch erstmal, wo wir sind. Und zwar. Meine Güte, was ist denn hier los? Also. Also ich muss jetzt mal unbedingt die F3-Taste drücken. Wo ist das denn hier so laut? Das ist doch alles total weit entfernt. Also das kann doch gar nicht sein. Da über uns ein bisschen. Nee. Stimmt hier vor der Tür. Ist doch alles überhaupt nicht zu sehen. Es ist total laut, aber keine. Ach, was soll's, ne? Wir schmeißen mal ein bisschen Silber in den Pottich. Ah ja, 4 Stück, das ist ja schön. Da baue ich mir nämlich gleich. Das passt aber ganz genau hier mit meinem Zeug, was ich noch dabei habe. Ah, da habe ich auch noch Sticks. Okay, alles kein Problem. Können wir auch mal Fackeln nachlegen hinterher. Ach, habe ich noch genug? Gut. Was ist hier los? Was ist hier los? Gar nichts ist hier los. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht.
So ein Lärm hier. Kann euch sein. Da! Da! Oh! Das sieht mal verdächtig nach dem Dungeon aus, oder? Da bohre ich aber jetzt direkt mal rein. Ja. Direkt unter uns. Oh, uff. Oh, 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 Schwert, Schwert. Ach du meine Güte. Und oh nee, was kommt denn da alles an? Aber gemischt waren Truppe. Deswegen wahrscheinlich kein Dungeon. Ne? Einfach nur dunkle Höhle. Aber es soll mir auch recht sein. Die ist auch schön tief so. Das finde ich total gut, ne? So, Ruhe im Schacht. Ich weiß, ihr sehnt euch wieder nach Sonne. Aber ich sag mal so, tragt die Sonne einfach noch ein bisschen in eurem Herzen. Und habt Verständnis für meine Höhlenorgien. Hier ist nichts mehr. Von oben vielleicht höchstens noch, ne? Dass da was drunter plumps. Hier geht es auch noch rein. Guck ich mal eben nach. Ja, dann ist auch oben das Silber fertig. Ja, da kam der Zug. Hat uns Gott sei Dank nicht erfasst. Ach ja, komm, das ist alles jetzt... War kein Dungeon. Aber die Geräuschkulisse haben wir doch mal ein bisschen befriedet. So, jetzt gucken wir schnell nach dem Silber. Dann baue ich mir schnell eine Hacke. Und dann geht es aber ab, ne? Und zwar habe ich Gold gefunden. Ich habe Gold gefunden. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wo das war. Doch, jedenfalls ungefähr noch. Das lasse ich hier. Das lasse ich auch hier. Das nehme ich mit. Das nehme ich auch mit. Das kommt schon mal da rein. Jetzt hoffe ich mal, dass mir nichts passiert. Wieder hier so durch. Alles offen gelassen. Sehr, sehr, sehr unvernünftig von mir. Sehr, sehr unvernünftig. Da oben sollte wir jetzt... Da ist eigentlich... Ja, entgegenkommen kann uns immer was in der Höhle. Das ist nun mal so. Da machen wir uns jetzt mal nicht ins Hemd. Schauen wir mal lieber noch hier runter. Da unten muss ich nämlich hin. Da unten höre ich aber auch Geräusche. Da muss ich wieder rauf. War das denn hier mit dem Gold? War das nicht irgendwo? Ja, das nehmen wir uns direkt mit. Stichwort Eisenbahnschienen, ne? Das ist das ganze Problem mit den Eisenbahnschienen. Wir brauchen da so viel. Oh, 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 oh. Na, das sollte ich hinkriegen gerade eben. Unter Wasser dauert das natürlich viel länger. Jawohl. Ach, da ist noch mehr. Erstmal Luft holen. Das kann mich jetzt mal da unten. Lass ich jetzt liegen. Das ist mir zu lästig. So, hier ging es noch irgendwo rein. Da oben war auch alles voll mit Monstern. Da ist Gold. Da ist Gold. Ah. Und hier, da wollte ich auch nochmal so ein bisschen das Geröll weghauen. Das ist doch wieder so, ne? Und Lava nah und... Ah, das ist alles sehr interessant. Also, ihr wisst schon, warum. Diamanten vielleicht. Ich kläre mal eben da oben noch den Raum. Bin da schon gewesen, wie ihr seht, aber... ist mir nicht so ganz geheuer. Hier war nämlich auch noch irgendwas. Was war denn? Hier war nämlich auch noch mehr so ein Gang, wo ich noch nicht... weiterkam, ja... War hier nicht auch noch irgendwo? Ich hatte noch eine Stelle Gold gefunden irgendwo. Na gut, dann wollen wir hoffen, dass wir die noch wiederfinden. Dass die uns praktisch so noch von der Seite schräg anguckt. So dass wir dann sagen können, ey, was guckst du? So, da ist es nämlich, da unten. Ne? Hab euch nicht so viel versprochen. Dann sehen wir mal eben hier in diese dunkle Nische, ja. Oh, nee, das sieht da wieder so weit da rein und nach oben. Ich will nicht nach oben, ich will nach unten. Kohle haben wir jedenfalls genug. Okay. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was machen wir? Wir machen auf jeden Fall das Silber hier raus. Ganz klar. Das, so, und dann weiß ich nicht. Ich glaube, dann hole ich mir einfach mal... Dann hole ich mir einfach mal das Gold.
und mache mich mal zurück Richtung Bad Schönfels. Schauen wir nochmal, ob wir da irgendwie. Ja, kann ich euch nochmal ein paar Sachen zeigen oder so. Auch in der Amy-Winehouse-Höhle habe ich. Ach, das ist eigentlich aber nicht so super interessant. Können wir mal gucken, wenn wir vorbeikommen, gucken wir mal rein. Aber ich habe. Was habe ich gemacht da unten in der Haupthalle, wo man da so reinkommt? Da haben wir ja mit Pinienholz den einen Gang gebaut Richtung Schleimhöhle. Das habe ich gegenüber dann in der. Habe ich das auch nochmal. Habe ich auch noch so einen Gang angefangen. Den habe ich aber nicht so richtig zu Ende gemacht, weil ich nicht wusste, was ich dann da machen soll. Wäre da jetzt eine Höhle gewesen, hätte man die auch nochmal ausbauen können zu einer Plantage. Das war das Problem. Die Eingangshöhle, da habe ich immer gesagt, ach, da machen wir eine Plantage rein. Aber jetzt ist das ja doch eher so eine Eingangshöhle geworden. Das sieht ja vielleicht komisch aus. Vielleicht kann man auch noch mehr Seitenhöhlen machen. Ah, ich wollte, hatte auf jeden Fall noch eine zweite Tiefbohrung angefangen. Mit mäßigem Erfolg. Also, außer dass da unten dann in einem ja, relativ kleinen Raum auch nochmal ein Slime spawnte, war da nichts an wertvollen Sachen. Bisschen, ich glaube, ein bisschen Redstone, aber wirklich jetzt so zwei Brocken. Außerdem haben wir ja wirklich keinen, nicht gerade einen Redstone-Notstand. Also, was ich überhaupt noch nicht gefunden habe, bis auf einmal in der Goldeihöhle, das ist Lapis Lazuli. Ne? Also Lapis ist wirklich extrem rar, auch hier in, also, ne? Normalerweise, was war das denn noch? Ich glaube auf Level 19. Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ne? Also jetzt nicht anrufen, so, der erzählt, ne? Ich sag, weiß schon ganz, dass ich nichts weiß, ne? Und ich glaube auf Level 19 ist das so, dass man da eigentlich theoretisch am meisten Lapis Lazuli finden sollte. Wir sind auf Level 30. Da ist einer. Oh, das ist auch einer. Der trifft mich aber irgendwie nicht. Komm doch mal her. Komm. Bereite dir einen schnellen Tod. So, der qualmt. Jetzt schnell mal eben hier eben weg, weil ich nicht weiß, was hier hinter der Ecke. Ah, oh, ah, Da ist noch ein Wasserfall, ja. Ach, ja, genau das habe ich befürchtet, aber der hängt hier Gott sei Dank fest. Die schleichen sich immer so an, die kleinen Mistkerle, ja. Boah, das ist aber super noch hier. Ah, hab ich mich erschreckt. Schnell weg, um Gottes Willen. Kotelett. So eine... ne? Boah. Mistkäfer. Kann ja nicht wahr sein, diese Viecher, du. Warum hängt hier eigentlich Geröll unter der Decke? Das geht eigentlich nicht, ne? Es gibt jetzt bestimmt so einen Experten unter euch, die jetzt schon wieder wissen, unter welchen Situationen das dann doch so geht. Ich find's lustig. Schwebendes Geröll. Ne? Du Blödmann, geh weg, du. Komm her. Komm, du. So, das war's. Da ist aber ein Nest, ne? Ist mir zu viel da hinten. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen beleuchten. Kommen die blöden Affen bloß her? Vielleicht mal hier so's weghauen, drauf springen und gucken. Ach du meine Fresse nochmal. Boah, okay. Machen wir jetzt nur eine Fackel rein. Noch ein bisschen heller hier alles. Hier kommt alles Mögliche rum an Gesocks. Boah, ist denn hier los? Ach du Herr Jemine. Das nimmt kein Ende. Hoffentlich wir auch nicht, ja? Ach, da geht nochmal eine Verzweigung weg. Ah, nee, das ist mir jetzt zu viel. Da kommt eine Spinne an, da hinten. Ach. Komm du. Mal irgendwie anders weglaufen, damit die hier hinkommt. Komm, dann kriegen wir die auch. Stellt sich so doof an. Ach, da liegt ja auch noch Sprengpulver. Wie komme ich denn da hoch? So, mal eben.
in die Richtung checken, werden wir nicht verfolgt, alles klar. So, und dann das Gold geholt. Und dann nichts wie weg. Noch das andere Gold geholt und dann in Sicherheit gebracht. Das war's. Oben noch? Nee. Schade, ne? Kann man ja nie genug haben. Sind wir auch mal dabei, nehmen wir das auch mit. Wo war das andere Zeug? Hier unten irgendwo, ne? Hier müssen wir noch das mitnehmen. Ach, das ist gut, jawohl. Leute, das wird was mit unserer Eisenbahn. Die Eisenbahn soll zur Amy Winehouse-Höhle gehen. Ja, und und ja, gar nichts und. Das soll einfach so sein. Auch das ist super hier, guck mal. Das war's, ja. Schön Gold, Gold gefunden, jawohl. Hi. Jetzt gucke ich noch unten an der Lava. Das ist irgendwie doch ganz wichtig hier. Hier mal ein bisschen Aufbau. Habe ich jetzt auch die in der Drehpause gemacht, ganz viel. Geröll weggehauen und Erde unter Tage, ne? Mit wirklich vortrefflichen Ergebnissen. Also sehr häufig tolle Sachen dahinter gefunden. Auch noch ein paar Diamanten habe ich auch noch gefunden irgendwo. Weiß nicht mehr wo jetzt, aber ich glaube, wir haben jetzt 15 Diamanten. Gold ist mir natürlich viel lieber, ehrlich gesagt. Wegen der Powered Rails. Was soll ich mit Diamanten, ehrlich gesagt? Was soll ich mit denen? So, da haben wir schon. Ah! Hehehe! Ja. Also natürlich, wenn ich welche finde, dann nehme ich auch welche mit. Ne? Das ist ganz klar. Also, so schlecht finde ich jetzt auch wieder nicht, dass ich sie liegen lasse. Ne? Aber mir ist auch noch aufgefallen, wenn wir in den Nether wollen, ne? Dann brauchen wir Obsidian. Und ich hatte ja mal gesagt, dann bauen wir so eine Obsidianmaschine. Müssen wir halt irgendwie was zusammenkippen. Dann gibt es Obsidian. Ne? Aber ich habe festgestellt, wir haben in der Goldeihöhle unten ein riesen Obsidianfeld. Also das ist jedenfalls ja nicht riesig, aber es ist groß genug. Wenn wir das ernten, haben wir auf jeden Fall genug für ein Nether-Tor, Nether-Gate. Ne? Und jetzt weiß ich nicht, ob ich dann trotzdem vielleicht so mal mit Obsidian rum. Es könnte ich vielleicht eher mal in so einem Tutorial machen irgendwie, ne? Das ist vielleicht besser als, ja, das ist. Ist irgendwie nicht so prickelnd. Also jetzt nicht so, das ist keine schöne Methode, wie zum Beispiel eine Koppelsteinmaschine bauen mit Pistons und so. So, das lasse ich jetzt da hängen, das Zeug. Aber hier, Diamanten nehme ich mir mit. Stark. Ja, das ist stark. Oh, noch mehr Kohle. Den lassen wir jetzt liegen. Ja, sieht mal, das hat was gebracht hier mit dem. Komm, mit dem Schaufel können wir auch noch hier verkloppen. Bisschen mehr Licht hier, ja. Damit hier nichts spawnt. Und da ist auch noch mal ein wenig Redstone. Das ist toll. 14, seht ihr? Wie das immer geht. Trotzdem hier mal noch ein bisschen weiter in die Ecke. Ich habe hier wirklich irgendwie so ein Gefühl. Ja, das ist so, ich bin halt, ne, so ein richtiger Butler, der hat auch so Gefühle. Ja, genau. Und man hat das so halt im Gefühl, wo es Gold gibt und Diamanten. Ich habe jetzt hier das Gefühl, dass wir hier noch irgendwas Tolles finden werden. Die Frage ist nur, wann? Ne? Oh, was ist denn da unten? War ich da schon? War ich da unten schon? Kann das sein? Kann das sein, dass ich. Moment, wir sind ja da hinten hochgeklettert. Schwierig zu sagen, ne? Wahrscheinlich, vielleicht ist da auch ein Lavabecken. Das wäre natürlich cool. Ach, tatsächlich. Jetzt sieht man's. Okay, dann müssen wir mal gucken, dass wir da runterkommen.
Alles klar, hier so. Aber immer noch kein Lapis, ne? Das wäre es jetzt. Ja, blöde. Ich finde Lapis jetzt sehr gut. Irgendwie auch mal angebracht, ne? Alles andere finden wir jetzt schon sehr gut. Aber irgendwie hat man Lapis bei der Programmierung, glaube ich, vergessen. Bin auch gespannt, ob jetzt mal auch wieder neue Materialien hinzukommen. Ist ja sowieso die große Frage, wie das alles weitergeht, ne? Wenn wir jetzt demnächst, müssen wir wahrscheinlich völlig anders spielen. Aber macht ja nichts, ne? Macht die Sache ja höchstens noch ein bisschen, ja, spannend, ne? Wow, okay. Hier so ein schönes Lavabecken. Man möchte da immer irgendwie reinspringen, finde ich, ne? Aber lassen wir mal lieber. Ach. Ja, nicht, dass ich jetzt enttäuscht bin, ne? Wegen dem Silber, aber könnte ja auch noch mal ein bisschen noch mal, ne? Hier. Ein wenig mehr könnte es schon sein. Ja, ganz schöne Menge hier. Meine Güte nochmal. Wer hat das Geröll hier nicht hingekippt? Mach mal eine Lampe rein. Ich meine, da oben, nee, auch nicht. Da oben ist noch was. Das ist aber Silber, ne? Das ist nicht jetzt. Oh! Aua! Ne? Komme ich noch mit Kopfschmerzen nach Hause hier? Ja, das ist Silber. Mal hier durchgraben. Fußboden ist nix. Ja, nee, dann habe ich jetzt hier doch kein gutes Gefühl. Wir können höchstens noch mal zu dem Becken runtergehen, zu dem Lavabecken. Unser Redstone mitnehmen. Ja, ach, guck mal, noch eine ganze Menge. Ja. Können wir alles gebrauchen? Was wir noch genau bauen, mal. Ich habe schon überlegt, was man so bauen kann, noch so technisch, ne? Mal gucken. Mal müssen wir mal gucken. Ja, Platz genug haben wir ja, ne? Noch eine ganze Welt zur Verfügung. Ich bin halt so ein Städtebauer irgendwie, ne? Irgendwie Städte und ach, da auch noch. Obwohl so ein bisschen mit Technik, ja, das wäre auch nicht verkehrt. So. Oi, 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 oi. Also hier ist jetzt nichts mehr. Ja, Leute, ich hau hier noch ein bisschen weiter, weil ich jetzt noch ein bisschen neugierig bin, aber ich denke, das ist für euch jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Gerne nochmal dazu schalten, wenn ich was Tolles finde. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge Let's Play Minecraft oder wir spielen Minenarbeit. Ne? Oder wie ihr wollt. Auf jeden Fall mit mir, eurem Vorbuddler. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut.